Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wir sind immer noch in Holzmühle unterwegs, wo wir die Felder ein bisschen begutachten sollen, die sich ja direkt hinter mir befinden, genau. Ich weiß nicht, was ich hier finden soll, aber ja, Bauern wahrscheinlich. Tote Bauern. Okay. Schade. So. Da wäre Nummer 1. Und das direkt hinter Herobrand, da hätte er auch selber mal gucken können. So, wenn und wenn es nicht im Dunkeln oder am Tag ist, dann mitten in der Nacht mal hingehen, gucken, vielleicht mal die Leute mal begraben oder sowas. So, arme tote Bauern. Okay. Recht erneut mit Herobrand, das werden wir tun. Lohnt sich zwar nicht wirklich, jetzt auf Reittier zu gehen, aber andererseits, wir sind genauso schnell, als hätten wir es nicht gemacht. So, erledigt. So, rein und so raus. Die Hüpf. Teller. Teller. Dankeschön. Hier entlang. Ero, ich brauche bitteschön dringend eure Hilfe. So, sprecht mit Giesmund, wo der auch immer sich wieder rumbefindet. War das der Typ, dem alles gehört? Ja, guck mal, du bist auch schon wieder da. So. Ja, müsste der gewesen sein. Also. So, türö. Wir gehen los. Ganz großen Schritten. Und Hero Fastball Feniel von hinten an die Schulter, was ihr nicht denkt immer. So. So, hier lang. Da oben war er. So. So. Und so. Hey Giefel, hier, du weißt schon, ne? Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Ja, ich fürchte, wir reiten schon wieder ziemlich viel, aber das gehört halt in Holzmühle dazu, offenbar. Oh, hier kommen wir doch durch. Puh. So, hier gibt's noch Schafe und Kuh, Kühe meine ich, Kuh. Kuhe, Tue, in die Kuhe, in die Truhe und Muhe. So. Okay. Wir haben Herobrands Versteck natürlich wieder beobachtet. Ab in den Keller. Hey Heru, ich bin's mal wieder. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich brauche dringend eure Hilfe. So, also nochmal mit Karlin sprechen. Einladung zu einem Umtrunk. Wir reisen zum Umtrünken. Arnvi hat Karlin auf ein Gläschen ins nahe Gasthaus eingeladen. Herobrand ist misstrauisch und hat euch gebeten, Karlin zu begleiten. Okay. Hey, Volsenjel, wie schön, dass ihr euch zu uns gesellt. Karlin, wir haben lange Zeit mit Greve Heremond zusammengearbeitet. Es ist gut, sich mit euch ein weiteres Mal auf ein Gläschen zusammenzusetzen. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass Herobrand sich schon fast wieder vollständig erholt hat. Ah, es geht ihm schon besser. Ihr habt schon lange nicht mehr bei uns vorbeigeschaut. Was habt ihr so getrieben? Ein paar Leute nahmen sich meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie haben großartige Vorschläge für diese Stadt und ihre Bewohner gemacht. Ihr solltet euch anhören, was sie zu sagen haben. Ich arrangiere gerne ein Treffen mit ihnen. Mit wem habt ihr gesprochen? Meine Antwort auf eure Frage wird euch nicht gefallen. Das kann ich nicht glauben. Ihr arbeitet mit den Dunländern zusammen. Die leise unsere schöne Stadt plündern und unsere Leute ermorden. Ihr glaubt erlaubt euch zu schnell ein Urteil. Es gibt immer zwei Seiten in der Geschichte. Ihr habt vergessen, wie viele Jahre lang sie misshandelt, verspottet und geächtet wurden. Den Dunländern steht dieses Land mehr als den Rohirrim zu. Die waren schon lange vor den Rohirrim hier. Habt ihr den Verstand verloren? Ihr habt euch also entschlossen. Ich habe es versucht, euch vor diesem Schicksal zu bewahren. Naja, dann eben nicht. Bist du doof? Das macht er hier so einfach vor uns. So, jetzt ist die Zeit für euch gekommen, Volsenjel. Ich nehme meinen Hut. Ja, am Ende, am Arsch. Ja, arme Karlin. Kann ich den heilen? Hier, heal, heal de Karlin.
Überreste von Karl. Wozu war ich überhaupt da? Wenn wir einfach zulassen, dass der ermordet wird? Ist doch bescheuert. So, kommt noch jemand oder was? Ja, da kommen noch welche. Okay. Okay. Na dann, weitere Leute, kommt her. Wenigstens nehme ich einige von euch mit, bevor ich zur Tür hinaus marschiere. So. Denn irgendwie bezweifle ich doch stark, dass wir das nicht überleben werden. Anders als der arme Kalin. Na, Nachschub. Das war ja einfach. Na gut. So. Ah, okay. Kümmert euch um Kalins Verletzung. Er hat noch Verletzung. Leblosen Körper untersuchen. Aha. Einen schweren Schlag gegen den Kopf und starb. Okay. Ihr solltet Kalins Leichnam zu Herobrand zurückkehren und ihn von den Geschehnissen in Kenntnis setzen. Abgeschlossen auf ein Gläschen. Ja, jetzt gibt's wirklich Grund zu weinen. Und das ist ziemlich dämlich geschrieben. Wir standen direkt daneben. Arbeit und Beschäftigung. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ja, jetzt sollen wir nach Gaphold reisen. Das werden wir selbstverständlich tun. Der arme Kalin hat es leider nicht geschafft. Aber Gaphold, vielleicht können wir die um Hilfe bitten, um hier in Holzmühle Platz zu machen und so. Und überhaupt, das wäre doch toll. Das ist wieder das. Dann haben wir wieder jede Menge Gemüse einstecken. Ernsthaft, ich bin fast voll. Sowas. So, wir gehen mal aufs Hottehü. Und Hottehühn mal in Richtung Gaphold. So. So. Lalalala. Wartet mal, ich kriege hier gerade eine Nachricht von meiner Frau. Mal schauen, was sie will. So, da bin ich wieder. Ich habe die kurze Unterbrechung mal genutzt, um hier ein paar Aufgaben abzuarbeiten. Dann ist das Inventar auch wieder ein ganz klein wenig leerer, wenn auch nicht viel. Dann schauen wir weiter. Nach dieser Aufnahme muss ich halt definitiv erstmal wieder aufräumen. Aber nicht gleich. So, wir gehen jetzt nach Gaphold, wie angekündigt. Und mal schauen, ob wir da oder wie viel wir da zu tun haben. Weil Holzmühle war ja schon echt heftig an den Aufgaben. Wenn das wieder genauso viel wird, ja, würde mich natürlich nicht stören. Aber ich bin ja auch ein bisschen gespannt auf Westfold, auf Helmsklamm etc. pp. Ne? Muss man natürlich nachvollziehen. Hey, irgendwas hat hier gerade gehangen. Ein kleiner Rücksetzer. So. Dann läuft erstmal die ganze Geschichte noch von den Dolchen und so weiter und so fort durch. Waren auch fast nur Dolche. Ich habe, wenn wir ins Inventar gucken, noch ein bisschen anderes Gemüse einstecken. Ich habe es auch noch nicht verkauft. Das will ich in aller Ruhe dann machen, offscreen. Aber erst einmal haben wir hier halt soweit alles gut. So. Erfüllte Aufträge 9 von 10. Das heißt, die 10 von 10 haben wir leider nicht voll bekommen. Doch, haben wir? Achso, ne, doch, das war ja die geschmetterte Dolche. Das ist was anderes. Ich meinte jetzt hier die Auftragsdingens. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Oder habe ich das Ding bekommen? Kann natürlich auch sein, dass das im Inventar gelandet ist und ich nicht sehe. Naja. So. Abgeschlossen anstehende Aufträge. Sehr schön. So. Wir gehen hier entlang. Tap, 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 tap. Tippen wir nicht zu knapp. Ach ja. So, Gaphold ist in Reichweite. Das wiederum bedeutet, dass wir reich weit sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Sind gleich da. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Nichts Gutes vermutlich. Bevor die sagen, ja, wir helfen schon, aber erstmal müsst ihr 500 Aufgaben für uns erfüllen. So wie es halt immer ist. So 500 Aufgaben oder 600 Aufgaben, das wäre schon eine tolle Sache. Oder sagen wir 800. 800 Aufgaben, ja. 800 klingt gut. Dim, dam, dim, dam. So. So. Wir nähern uns. Können jetzt auch hier schon mal die Stallmeisterin freischalten. Ich fürchte, was derzeit in diesen Landen vorgeht.
Hier, du, fall nicht rein. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Pferde, was soll ich damit machen? Bitte Pferde, ja, okay, machen wir so nebenbei mit. So. So, Pferd sieht hungrig aus, was habe ich auch jetzt schon wieder? Ja, du hast auch noch was zu tun. Hier, hoffnungslos verzweifelte Zeiten. Wir füttern erstmal Pferde hier. Ja. Zwei haben wir. Hier, du kannst auch noch ein bisschen was kriegen. Und du hier. Da, ja, fünf Pferdchen gefüttert. Die beiden noch. Noch eins. Irgendwo muss noch eins rumstehen. Hier haben wir auf jeden Fall Gabhol zur Hilfe bewegen. Zeiten für die Rohirrim. Dazu müssen wir mit anderen reden. Ich fürchte, was derzeit in diesen Landen vorgeht. Diese Wache hat ganz schön zu tun hier. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Ich auch nicht. So, das sind Detan, aber wahrscheinlich ist hier noch jemand zu füttern. Habt ihr hungrige Pferde? Oder geht es nur um die, die hier in der Warteschleife stehen? Ich mal ganz kurz gucken, ob das irgendwo noch freischaltet. Tatsächlich, das hier hinten haben wir noch nicht. So, okay. Aufgabe fortführen. Beenden wir. Hier, nehmen wir hier. Das, was redet mit dem Wächter der Brücke. Passiert. Machen wir. So. Okay. Hier, Wache das und sind so. Hoffnungslos verzweifelte Zeiten. Wir sollen auch Rohirrim mit dem Tarn reden. Okay. Hey, Tarn von Gaspold. So. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. So, ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Es sind hoffnungslos verzweifelte Zeiten für die Rohirrim. Ja, aber jetzt bin ich ja da. So, wir gehen erstmal hier zu Hudrobataraahu. Es sind hoffnungslose Zeiten für die Rohirrim. So. Das Pferd sieht hungrig aus, habe ich doch schon. Wahrscheinlich macht das hier noch ein bisschen hinterher. Genau, mal wieder. Sammelt Holz. Wir haben ja erstmal einen Markstein. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir uns mal hier binden. Für die Mark. Hier haben wir Holz. So, Holz Nummer 1. Seht ihr noch welches? Ich sehe hier gerade da hinten. Okay. Geht das Holz vor lauter Bäumen nicht? Mhm, halt. Ne, da war kein Holz, sondern nur eine andere junge Dame. Eine holzte Maid. So. Holzauge sei wachsam. Der ist hier auch. Und der Rest muss dann hier hinten irgendwo sein. Alles klar. Das kriegen wir doch gar erledigt. Irgendwie. Da. So. Hallo Holz. So, nur noch einmal. Und zwar hier hinten vermutlich irgendwo. Da, Holzbretter. Juhu, hab dich. So, einmal du. So, fünf haben wir. So, dann eine Barrikade bauen. Das kriegen wir hin. Noch eine Barrikade bauen. Kriegen wir auch hin. Und vermutlich kriegen wir noch mehr Barrikaden hin, wenn ich wüsste, wo. Die haben wir schon, also da kann ich nicht doppelt bauen, schade. Hätte ja mal tricksen können. Vermutlich auf der anderen Seite. Das andere fällt mir gerade nicht ein. So, auf die Abreise sollen wir uns auch noch vorbereiten. Na sowas. So, hier hinten müssen wir auch noch barrikadieren. Den Hintereingang dicht machen sozusagen. Guck, da baut schon einer Barrikaden. Ich baue mal mit. So. Drei. Vier. Und die letzte hier oben. Für die Bogenschützen sozusagen. Fünf. Okay. Oh, wir sind schon runtergekommen. Oh, da unten war Helms Klamm. Seht ihr das? Da, Helms Klamm. Was?
Warum habe ich jetzt hier 4 Herr der Ringe-Punkte gewährt? Ich habe schon wieder irgendwas erledigt. Entdeckerin von Felsenke. Achso, alles klar. Nur weil ich mal da runtergewurscht bin. Oder nee, weil ich hier alles, wahrscheinlich alles fertig entdeckt habe. Schön. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Beeren sammeln. Beeren sind draußen. Das gehört alles wahrscheinlich zum Vorbereitung für die Abreise. Hallo. Beeren. Nummer 1. Schön, dass ich dafür nicht absteigen muss. Nummer 2. Nummer 3 ist auch schon im Bau am Start. Also alles recht nah beieinander. Das dürfte also eigentlich relativ schnell gehen. Wenn man sie denn findet. So, Textnamen auf einen war schon richtig. Einfach nur zur Sicherheit. Gucken wir mal. Ich glaube, ich schon wieder so langsam raus aus dem Gebiet. Da haben wir noch ein paar Bärchen, da noch ein Bärbärchen. Ah, das sieht doch gut aus. So. 1. 2. 3. 4. Und als letztes die hier drüben. 5. Schön. Ich freue mich. So. Ich hüpf. Da lang. Achtung. So, dem sind wir direkt über den Kopf gesprungen. Nichts passiert. Der kann sowas. Es sind hoffnungslos verzweifelte so. Zeiten für die Rohirrim. Am Wasserfall. Wo ist denn der Wasserfall? Da drüben. Ich hoffe, das reicht hier. Das ist schon der Wasserfall. Muss ich jetzt runter oder was? Ich gehe mal runter. Mal gucken, ob ich überlebe. Nein, tue ich nicht. Na gut. Vielleicht meint er auch den anderen Wasserfall auf der anderen Seite. Naja, ist egal. Wir haben es jedenfalls nicht überlebt, so wie ich es geplant habe. Naja. Wo bin ich denn? Nee. Das ist mir zu weit. Nach Kapold. Ei, das ist ja ganz schön weit weg. Ja, so eine blöde Wassersammelquest hat mich umgebracht. In einem Dörfchen. Das schaffe wahrlich nur ich. So, weiter oben der Wasserfall. Mhm. Hätte ich vielleicht auch einfach mal gucken können. So lang. So. Der im oberen Bereich. Da will er sein Wasser haben. Wahrscheinlich pinkeln die unten rein. Mhm. Kann ich dann verstehen, dass er es lieber doch von oben will. Da. Müsste dir doch eigentlich reichen hier. So, okay. Nächstes Mal soll er selber gehen. So. Okay. Eine wahrlich lebensgefährliche Aufgabe, die wir wieder gemeistert haben. Ja. So. Hier. Für dieses Wasser habe ich mein Leben geopfert. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. 224 Wille, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Palast Gapholt über die Brücke. Da lang. Western versucht eure Aufmerksamkeit. Aha. Hey, Western, was willst du denn? Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Aha. Nahe Eisenerz ist besetzt. Ja, das wissen wir schon. Reis zur Mühle nahe Eisenerz. Da müssen wir trotzdem hin. Ja, dann gehen wir da hin. Die war ja da oben in der Ecke. Dann schauen wir mal, was wir da machen müssen. Tipptapp, tipptapp, tipptapp. Alles ist nicht so knapp. Wenn wir auf dem Weg mal dahin die Ohrringe genauer anschauen, was haben wir denn hier? 224 Wille gegen die Felssenke-Ohrringe, Gold-Ohrringe gegen die Silber-Ohrringe. Könnte man machen, ne? Bisschen mehr Moral, die Finesse geht dafür weg. Kraft, Vitalität.
Schicksal geht flöten, aber naja, gut, okay. Weißt du was, machen wir einfach mal. So. So machen wir das. Huch, jetzt bin ich ans Mikro gedonnert, mal wieder. Ich hoffe, es stört euch nicht. So, Felsenke. Weiß nicht, was wir hier zu tun haben. Wir werden es gleich sehen. Automatische Aufgaben. Da haben wir ja ordentlich Aufgaben bekommen. Gestohlen ist so gut wie neu. Na gut. Okay. Nun gut. Schauen wir mal, wie weit wir das hier durchkriegen. Also wir kriegen es ja ganz gut durch, denke ich mal. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Sind ja auch nur 3 Aufgaben effektiv. Sollte machbar sein. So. Ich werde auch diese Folge ein bisschen länger machen. Einfach, weil ich ja, die Zeit dazu habe. Und zweitens, weil ich gerne in die Stadt zurückkehren möchte, um dann irgendwann mal das Inventar aufzuräumen. Will nicht wieder auf weiter Flur stehen bleiben. So. Nehmen wir ein Pickelchen. 2 Pickelchen. So. Pickel. So. Pickeln wir den hier ein. Ja, wird doch. Ey, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Komm mal her. Ja, genau. So, Krieger weder. Einer weniger. Den nehmen wir auch mal mit. Den Hauptmann hier. Oh. Hat mich tatsächlich gestunt. Welch Doofigkeit. So, okay. Nehmen wir mit. Ach, ein Pickel leuchtet hier. Alles klar. Ich dachte, es wäre die Truhe. Wäre auch schön gewesen. So, okay. 5 von 8. Wunderbar. So, einmal nach oben. Irgendjemand hat mich schon gesehen. Von oben. Ah, der Aufseher. Ein aufmerksamer Aufseher. Ihr sucht euch eure eigenen Minen. Das wäre vielleicht einfacher, als einfach andere Leute zu plündern. Dann kommt auch keiner und verkloppt euch. Also, vermutlich komme ich trotzdem und verkloppt euch, aber später. So. Ein Tagelöhniger weniger. So. So. Okay. Noch ein Tagelöhner weniger. Ja. Sind ja auch selber schuld, wenn sie sich hierher stellen und sagen, ja, okay, ich verdiene mir hier meinen Tageslohn bei einem bösen Usurpator. Macht man ja nicht. Aha. So. Am Ende des Lohnes, Tages, ist das euer Lohn. Hättet das mal gelassen, was? So, okay. Da haben wir noch einen Aufseher. Oh, und noch einen Tagelöhner, der will sich gleich mit mir anlegen. Ja, vielleicht gar nicht mal so doof. Will ich wahrscheinlich beim Aufseher ein bisschen einschleimen. Und so tun, guck mal, ich helfe dir jetzt und dann besiegen wir die und... Ja, weiß aber genau, dass er keine Chance hat. Naja. Aufseher haben wir. Da können wir schon mal beenden. So. Besiegt Truppen der Weißen Hand in Neu-Isenerz. Machen wir ja. So, wir fallen nur ab und zu mal runter, das ist nicht so schön. Nah-Isenerz heißt das ja. Nah-Isenerz. So. Ah, da unten haben wir noch einen Aufseher. Den schicken wir gleich noch mit. Hallo. Guten Tag. Arbeiter haben wir damit auch erledigt. So, redet mit Herobrand. Das ist also alles erledigt. Wir nehmen mal die Abkürzung.
Dann gehen wir noch mit, wenn er schon mal da ist, ne? Da. Achso, wegen den Pickeln muss ich noch gucken. Habe ich die Pickel alle fertig? Ja, sieht so aus. Okay. Hier wieder abkürzen. Na. Hallo Krieger! Jetzt kriegst du auch auf die Schnauze. Okay. Oh, noch ein paar Krieger mehr. Komm, komm du mit, komm mit zu dem hier. Ich sehe nichts. Dann sollte das passen. Genau so. Wir gehen aufs Hotel. Sehen immer noch nichts. Wir werden uns jetzt wieder in Richtung Herobrand begeben. Also hoch. Okay. Dann tun wir das. Zwar sehr merkwürdig, weil ich dachte, ich wäre oben fertig. Aber offenbar ist Holzmühle eben doch. Na gut, wir müssen ja auch noch die Hilfe besorgen, die wir nicht besorgen können. Aber wir können jetzt wenigstens dem Minenaufseher das Eisenerz bringen. Also die Pickel. Dann kann der wenigstens wieder was machen. Dann passt das. Da entlang. Da postet einer ein YouTube-Video unten. Ah, sollte ich vielleicht auch mal machen. So. Hier entlang. Geben wir hier noch ab. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Dubbeli dubbeli. Huch, halt, nee, nicht hier. Dubbeli dubbeli, die zweite. Hey, Herr Aufseher, ich habe hier ein paar Pickel für dich. Es sind hoffnungslos verzweifelte Zeiten für die Rohirrim. Kannst im Notfall Pickelcreme nehmen. So. Nochmal zu Heru. Den wir ja berichten müssen. Helden von Felsenke. Okay, okay, okay. Ordentlich Tugend bekommen. Auch okay. In der Ringepunkte gewährt bekommen. Auch okay. Gut. Da entlang. Durch. Dadurch. Und gleich sind wir wieder bei Heru. Hui, der wird sich freuen, dass er uns wieder sieht. So. Tür auf. Rein da. Rein da, sagte ich. Dankeschön. Also Heru, das mit den Leuten, die da nicht kommen werden, du weißt schon Bescheid, ne? Es gibt hier keinen Mangel an Arbeit und Beschäftigung. Mit Tanoma soll ich nochmal reden. Oh, der ist schon da. Okay, kommt doch jemand. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Ja, ich auch nicht, Kollege. Ich auch nicht. So. Aber schön, der Tan ist tatsächlich um Hilfe gekommen. Er hat's getan. So. Mit Giefemund. Der ist hier hinten irgendwo wieder mal. Wieder jede Menge Gemüse einstecken. So, alles erledigt. Ja, puh. Da lang. So. Hey Gifi, ich soll dir noch was ausrichten. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben das werden. Das wiederum. Holzmühle ist gefallen, der versteckt sich nicht länger in den Schatten und hat die Metalle gewaltsam eingenommen. Es gibt hier so viele von ihnen, es wird eine denkwürdige Schlacht werden. Wenn ihr bereit seid, werden wir uns in die Metalle vorkämpfen. Das werden wir tun, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Und dazwischen werde ich mal das Lager ausräumen oder das Inventar ausräumen, ins Lager hauen. Werde wahrscheinlich bald Charaktere haben, wenn das so alles, was ihr braucht, um sofort auf Stufe 105 aufzusteigen. Ja, ich werde bald Charaktere haben, die stärker sind als Potionier. Das ist ein Novum seit einer ganzen Zeit. Naja. Wir freuen uns, dass es gepasst hat. Leute, lasst einen Daumen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne und tschüss.